Hallo, lieber Freund des guten Geschmacks, ja, und herzlich willkommen zum großen Finale in dieser Wohnung Teil 3. Falls ihr die ersten zwei Teile noch nicht gesehen habt, es ist empfehlenswert, guckt euch die ersten zwei Teile an von diesen Videos. Ja, hier das große Finale. Wir kommen ins Wohnzimmer. Hier haben wir die Wohnzimmerschrankwand, die fängt hier wirklich direkt am Eingangsbereich an, mit einer Wandverkleidung aus Nussbaum. Davor lackierte Borde aus MDF mit indirekter LED-Beleuchtung. Das Ganze unten, sag ich mal, läuft rum. Das Board, wo die Technik drin ist. Da haben wir eine Teufel-Musikanlage, einen Samsung-Fernseher mit installiert. Ja, zufällig läuft da eine Firma, die wir ganz gut kennen, auf unserem YouTube-Kanal. Das heißt, wer unseren YouTube-Kanal noch nicht kennt oder ihn noch nicht abonniert hat, jetzt ist der Punkt, um ein Abonnieren dazulassen. Wir haben so Videos und noch andere Videos über richtig geiles Interior und Interior Design immer wieder alle zwei Wochen neu auf dem Kanal. Ja, hier seht ihr komplett rundherum eine indirekte LED-Beleuchtung. Also nach oben, nach unten, also hier nach oben quasi. Das hier steht vor. Logischerweise sind die Schränke tiefer wie jetzt nur das Stück, aber optisch sind sie nur so tief. Deshalb wirkt es relativ, sag ich mal, leicht im Raum. Wir haben quasi die ganze Wand mit Nussbaum verkleidet. Dann haben wir hier einen LED-Kamin, einen 3D-LED-Kamin eingebaut. Unten drunter ist auch nochmal eine indirekte LED-Beleuchtung. Ja, hier ist die Musikanlage. Dahinter ist alles verkabelt. Ja, und hier hat man überall jede Menge, sag ich mal, Stauraum, wo man wirklich hier, sag ich mal, gut Sachen unterbringen kann. Gerade, da kommen wir gleich zu, vorne ist, sage ich mal, der Essbereich, dass es wirklich einfach erreichbar ist. Hier haben wir Schubkästen, die Schubkästen auch in Massivholz, in Nussbaum, aus massivem Nussbaum. Auch, sage ich mal, wir kommen gleich noch zum Esstisch, der ist auch aus massivem Nussbaum. Hier massivem Nussbaum. Hier haben wir eine Klappe für die Technik, das heißt, Technik, Verkabelung etc. ist komplett hier hinter der Klappe. Kommt man somit auch immer super dran. Hier haben wir nochmal eine Schublade. Also ja, alles, sage ich mal, da. Fernseher ist flächenbündig mit einem, sind auch lange Kabel dran. Das heißt, man kann den ganzen Fernseher komplett rausziehen. Man kann ihn schwenken, man kann von drüben von der Küche aus Fernseher gucken. Rausziehen, schwenken, alles ist möglich. Ja, Kabel sind alle weg. Müssen wir hier noch ein bisschen sauber machen. Morgen ist hier Einzug und das war's zu dieser Schrankwand. Wie gesagt, die Fläche sind alle komplett lackiert in einem Grauton und alles andere ist Nussbaum, was dann klar lackiert ist. Und jetzt können wir einmal rüber gehen, dann sehen wir die Küche. Achso, hier habe ich es gar nicht gesagt. Hier haben wir einen Schalter, das heißt, über den Schalter, zack, kann ich hier komplett das LED-Licht an- oder ausschalten. Boah, perfekt, jetzt war ich bin zu ungeduldig. Also muss eine Sekunde warten. Ja, hier haben wir ein offenes Fach. Das heißt hier auch wieder, man kommt rein, man hat jetzt nicht Wand, sondern das hier ist offen und hat hier einen Sensor, wo man, wo haben wir ihn jetzt eingebaut? Ach, vergessen. Hier, so, hier. Hier haben wir einen Sensor, man sieht sie halt nicht, man kann auch so ein kleines Ding drauf kleben, aber ich finde das halt cooler, wenn man nichts sieht. Derjenige, der hier wohnt, der wird das nachher wissen, wo sein Sensor ist und wo er das Möbel streicheln darf. Ja, dann jeden Platz genutzt, auch hier unten drunter ist ein Schrank. Hier ist dann der Kühlschrank von der Firma Miele. Dann haben wir hier daneben, die Front ist noch falsch, die wird noch getauscht. Ja. Hier kommt noch eine neue Front hin, die genauso wie die quasi die durchgehende Fuge hat, dass man reingreifen kann. Dann haben wir hier den Gefrierschrank. Hier kommt noch ein Weinkühlschrank hin, da gibt es derzeit Lieferprobleme. Der kommt aber auch noch in Kürze. Hier haben wir eine Wärmeschublade von der Firma Miele. Hier ist noch ein provisorischer Backofen, da kommt auch noch ein anderer hin, ein Dampfbackofen, der quasi alles kann. Ja, hier oben sind Türen, ich mache mal die auf, seht ihr das besser, Türen mit Fächern. Hier oben sind auch Türen über Tip-On. Ja, hier kommt auch noch eine neue Tür hin, auch noch eine Tür, die halt diese Grifffuge hat, die einmal durchläuft und dann kann ich hier reingreifen.
Und die Tür hat es in sich, komme aber später zu. Ja, hier, wir sind neugierig, ne? Ja, wir kommen da gleich zu. Hier, sage ich mal, ist eine Blende. Schubkästen, hier haben wir den Cooker, das heißt kochendes Wasser aus dem Wasserhahn, zack. Oder Kohlensäure, gefiltertes Wasser auch möglich oder stilles Trinkwasser auch möglich. Hier haben wir komplett drunter einmal die LED-Beleuchtung. Ja, hier vielleicht noch interessant den Müll, nicht einfach unten am Fußboden, sondern oben gut zugänglich den Müll. Wer kennt es nicht, wo man sich zum Müll bücken muss. Und hier, wo es aussieht, als ob da zwei Schubladen sind, tada, ist die Spülmaschine. Ja, nächster Part ist Bohrer-Kochfeld, in der Mitte der Abzug. Da fehlt uns eine Steckdose, als Schutz haben wir jetzt so eine Unterputzdose, habe ich da gerade drauf gesteckt, damit man das hier jetzt nutzen kann. Wie gesagt, morgen ist der Einzug. Ja, und diese Nussbaumfront, die Rückseite ist mit Nussbaum. Hier seht ihr auch komplett Nussbaum, die Schränke, die Fronten. Und hier oben ist es dann wieder lackiert. Und die Schränke sind halt logischerweise noch mal tiefer. Das heißt, ich habe hier wirklich zwei Etagen an Hängeschränken, habe hier richtig viel Stauraum, habe hier richtig viel Platz. Und dann habe ich hier noch meine Insel, habe hier schön die Home-Zeitung, unseren Helmdesign-Honig von unseren eigenen Bienen und unseren schönen Helmdesign-Sekt als kleine Einweihung für den Kunden. Ja, hier habe ich dann Schubkästen mit Einsätzen, Facheinteilung, also da bleiben keine Wünsche offen. Da hat man wirklich richtig viel Platz und Stauraum. Hier geht es so weiter, hier sind normale Schubkästen, also ja. Dann haben wir hier den Esstisch, Esstisch aus Massivholz. Der Fuß hier ist auch noch nicht richtig, das ist auch nur provisorisch. Eigentlich funktioniert das. Das funktioniert, sagen wir mal so, nicht eigentlich, das funktioniert. Allerdings hat der Kunde gewünscht, falls sich hier Kinder draufstellen, auf das, dass das dann nicht wippt, weil es halt ja schon ein bisschen wippt, wenn man hier reinkommt. Deshalb haben wir jetzt noch in der Produktion einen Stahlfuß, der hier drunter kommt. Grundidee war, das Ganze freitragen würde auch funktionieren. Darf man halt sich nicht draufstellen. Das ist, ja, genau. Da haben wir in der Insel noch eine Steckdose integriert. Ja, und jetzt kommen wir hier zu dieser Tür, die wir jetzt noch austauschen müssen, ja, wo ne, auch mal ne, Unterstützung, eine neue Tür muss. Und dann kommen wir hier rein und bam, haben wir noch einen kompletten Raum. Zack, Lichtschalter, Licht an und haben hier nochmal richtig, richtig Stauraum. Wir haben hier, seht ihr, bis zum Fußboden frei. Warum haben wir das? Da wird der Roboter, der hier den Fußboden sauber macht, der wird da wohnen. Und der kommt dann da rausgefahren, hat da seine Ladestation, zufällig haben wir da Steckdosen vorgesehen, ja, und dann läuft das Ganze. Ja, sonst haben wir jede Menge Regale, jede Menge Stauraum, die Rückseite von der Küche sauber verkleidet und das war's hier. Ja, das war's in diesem Video. Ja, und wenn ihr jetzt sagt, super geil, ich habe da Ideen, ich möchte auch mein Eigenheim whatever verändern, egal wo es ist in Deutschland, wir sind flexibel, wir sind überall im Einsatz, ruft uns an, schreibt uns eine E-Mail, kommt vorbei zu uns im Showroom in Köln, gerne am besten nach Terminvereinbarung, dass wir uns auch richtig Zeit nehmen können. Und wenn ihr uns vorab schon mal Fotos, circa Bilder, circa Maße zuschickt, können wir uns auch perfekt auf den Termin vorbereiten und freuen uns sehr auf eure Aufgabe. Egal, auch wenn es wie hier mal, ja, müssen ein paar Fliesen neu und muss auch mal eine Glas in eine Dusche rein, ein paar Armaturen neu, whatever, Malerarbeiten. Wir sind sehr breit aufgestellt, wir haben ein sehr großes Netzwerk. Auch dieses Objekt haben wir mit einem sehr großen Netzwerk, was wir haben, realisiert. Wir danken an dieser Stelle nochmal allen beteiligten Firmen für diesen guten und reibungslosen Ablauf. Und ja, wenn ihr jetzt sagt, habe ich Bock drauf, genau sowas brauche ich, dann meldet euch bei uns. Bis dahin. Tschüss, ne?